Moin und willkommen zurück zu Captain of Industry. In der letzten Folge habe ich hier vorne quasi so einen gewissen Grundstein gelegt für die Nahrungsmittelversorgung meiner Bewohner, die hier vorne noch in Containern leben. Habe angefangen, hier Gelände aufzuschütten und Gelände auch zu ebnen, um hier später sozusagen die Nahrungsmittelproduktion ausweiten zu können. Ebenenfalls habe ich jetzt überlegt, hier auch doch nochmal ein Stückchen weiter rüber zu gehen. Hier nochmal Wohnraum schaffe und dann da auch nochmal Lebensmittel produziere. Jetzt sollte das eigentlich auch immer noch ausreichend sein. Mit dem Weg hier zwischendurch, das Ding wird ja so nach und nach abgerissen. Und dann ist ja eigentlich noch genügend Platz, dass die LKWs noch an die Werft, das Dock, wie auch immer man das nennen möchte, heranfahren können. Oder eben auch hier an die hinteren Gebäude, alles gut. Sollte nur passen. Und dann schränke ich mich nicht so sehr ein, dass ich ewig lange warten muss, dass das hier quasi fertig bebaubares Land ist. Hier hinten haben wir mit der ersten Industrie angefangen. Wirklich noch sehr, 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 sehr wenig. Also hier ist das erste, da werden noch mehr von folgen, Gebäude, wo eben Mischladungen von LKWs sortiert werden. Sprich zum Beispiel hier Eisen und Gestein wird hier sortiert in einzelne Lieferungen. Und hier ist quasi ein erster Plan entstanden von einer später automatisierten Fabrik, die hier so ein bisschen runtergebaut wird. Und damit werde ich jetzt quasi weitermachen. Ach genau, hier haben wir die erste Dieselproduktion. Diesel und Strom. Strom wird nicht mehr so lange reichen, wenn ich hier anfange, die Dinger aufzubauen. Diesel wird dann irgendwann nicht mehr reichen, wenn ich mehr LKWs brauche, weil ich noch weitere Bagger zum Beispiel auch bauen möchte. Um eben hier das Gestein und auch das Gestein hier abzubauen. Jo. Dann muss hier unten quasi auch nochmal ein bisschen erweitert werden. Aber ich fange jetzt einfach hier oben an. Hier wieder ins Spiel rein. Und das nächste, was ich ja machen soll, ist mechanische Teile produzieren. Und die habe ich, glaube ich, hier geplant. Das heißt, da baue ich jetzt erstmal eins von diesen Gebäuden. Das ist plötzlich hier. Achso, das Ding musste einfach nur noch fertiggestellt werden. Und dann noch Wartung dazu. Alles gut. Fein. So, dann kann ich hier unten mal ganz kurz in die Planung gehen, bevor ich das vergesse. Ja, ist natürlich echt schwierig. Echt weg. Und eigentlich ist auch der Rest von den Gebäuden dann ein bisschen zu weit drüben. Wird da nochmal eine enge Geschichte. Die LKWs da vielleicht noch durchfahren oder müssen die jetzt immer hier lang fahren? Das ist ja bloß ein Planungsmodus. Das hängt sogar auch noch ein bisschen über. Fahren jetzt echt außen rum. Oder ja noch nichts steht. Naja. Okay. Dann möchte ich noch eine weitere
Wartung planen. Je mehr Gebäude und Fahrzeuge ich habe, desto mehr Wartung brauche ich auch. Und hier brauche ich noch eine weitere Lebensmittelfabrik. Aber das mache ich noch nicht. Ich plane hier noch erst vielleicht noch ein anderes Gebäude ran. Bevor dann die Lebensmittelfabrik daneben kommt. Ich glaube, das wäre dort. Nicht alles täuscht. Wir sind nur im Planungsmodus, ich kann es ja ändern. Und da soll dann quasi später da soll Gemüse gelagert werden für die Bewohner. Jetzt nicht wegkommen. Erdiges Stein. Ist hier voll oder was? Kohle ist voll, deswegen. Wo die schon ausgemacht haben. Einen der Bagger entbehren? Eigentlich nicht, ne? Das heißt, ich brauche eigentlich Fahrzeugteile. Fahrzeugteile, das ist das hier. Zum einen das Gebäude. Das Gebäude. Oh, ich hab das vergessen. Sofern möglich soll das leer gehalten werden. Aber es ist natürlich scheiße, dass die jetzt nicht hier hinten abliefern können. Im Planungsmodus. Gestein und Erde. Was Gestein und Erde. Kohle. Lacke. So, ich hier noch eins. Zwei. Drei. Ist ja Quatsch, den brauche ich hier. Erstmal gar nicht, den brauche ich auch erstmal gar nicht. Schlacke. Kohle. Hier wird, glaube ich, Stein als nächstes kommen. Kommt hier Erde. Und schon Eisenerz hin. Weil der soll sortieren Eisenerz, Gestein, Erde. Ja, was habe ich ja noch nicht. Bei Erde soll aus C rauskommen und Gestein soll aus D rauskommen. Das sind dann eben diese Anschlüsse hier. So, das bedeutet, das
das Ding kann gebaut werden. Aber auch das Kohlelager, das sollte auch gebaut werden. Weil sich das Problem nur verschiebt, ne? Das geht dann einfach erstmal da rein. Ich habe jetzt einen Kohleproduzenten weniger. Das heißt, jetzt wird ja auch die ganze Kohle von hier benötigt, um das hier zu nutzen. Habe ich überhaupt noch... Nö. Kein Eisenschrott mehr. Das heißt, ich muss aufpassen. Kann ich Eisenschrott erhandeln? Ja, kann ich. Okay. Machen wir auch direkt mal. Das auch. Die LKW ist wieder stark ausgelastet. Die hier leider immer noch rumstehen, und das bedeutet, dass das auch rumsteht. Zum Glück noch weiter. Das hier geht ja auch schon gut voran. Sehr gut. Hier kann jetzt auch was abgeliefert werden. Ich hoffe, das ist auch das, was die... Nee, wir können es da nicht abliefern, die beiden, weil die noch Kohle mit dabei haben. Kohle akzeptiert halt nur der. Fahrzeugteile sollen erstmal... Ach, guck mal. Habe ich ja sogar noch einen Auftrag. Aber eine LKW wahrscheinlich mehr. Büro hier unten ein. Das machen wir mal laut. Und wir planen auch schon mal hier die Erweiterung. Das passt da zum Glück rein. Erstmal das Abwasser. Ob es passt? Das ist ja hervorragend. Zu träumen gewagt, dass das so perfekt passt.
Blaupausen brauche ich eigentlich gar nicht. Keine Ahnung, warum ich die forsche. Baue ich jetzt gerade noch was Wichtiges außer den Fahrzeugen? Ich glaube nicht. Bedeutet, ich werde jetzt einfach mal Werft reparieren. Und da gehen dann jetzt erstmal die ganzen Konstruktionsteile hin. Das Darlehen, so was gut, das steigt ganz leicht. Ich glaube, ab 30 Kreditwürdigkeit gibt es dann hier den ersten Sprung, also in allen vier Bereichen. Gerade produzieren natürlich sehr viel Kohle. Also eigentlich müsste ich auch Kohledarlehen machen können. So, schnelles Handeln. Ich hätte gerne davon noch was. Davon noch was. Davon noch was. Das hilft mir natürlich so ein bisschen bei der Produktion. Kann ich das eine oder andere Gebäude noch erstmal weglassen? Ich habe eine Verwendung fürs Holz, außer das Darlehen zurückzuzahlen. Sind erst 40 drin, das dauert natürlich ein bisschen. Ich muss tatsächlich aufpassen, dass mir eben bestimmte Ressourcen hier nicht ausgehen. Zum Beispiel diese Dinger. Die Wartung darunter leidet. Die Straße natürlich auch hier unten lang führen lassen, das ist auch für mich doof. Pausen brauche ich nicht, kommt zu 2 schon eher. Was hat der jetzt gemacht? Vielleicht nur getankt. Jetzt ist alles wieder am Arbeiten, alles gut. Der nächste Bagger ist fertig. Wir können dann schon mal dorthin. Ja, ja, der hat noch keine LKWs. Mal ganz Schornstein. Höher. Und dann da rein. Ja. Das ist einfach wieder ein schon reicht eben für die beiden Gebäude. Und erhöht, damit da nachher die Förderbänder durch können. Der LKW ist wohl noch extrem ausgelastet. Ist aber ein weiterer bereit. Oh, sehr schön. Die Werft ist fertig. Ja,
hier jetzt noch einen LKW zu. Kann der nämlich auch anfangen. So, hier. Immer voll halten. Diesel eventuell auch knapp. Mal gucken. Mannschaft zuweisen. Die Mannschaft wird natürlich von der Anzahl der verfügbaren Arbeiter weggenommen. Das ist ja schlecht. Die Eisenerz haben wir noch nicht. Backe ist natürlich blöd. Aber Flacke soll jetzt verkippt werden hier hinten. Also. Wird schon gehen. Oh. Wieder zu viel Holz. Vollgetankt, das ist gut. Dann können wir das jetzt mal losschicken. Ich kann einfach mal da erkunden, was dort ist. Wir sind gleich fertig. Das ist gut. Tja, Wartung reduzieren oder Kraftstoff reduzieren? Mach mal Wartung. Ist angekommen, da gibt es aber nur Beute. Wie viel Sprit hatten das noch? 1274 Kilometer. Aber das geht gut noch. Erde. Ja, den Haken vergessen. Ja. Keine reine Erdenladung annehmen. Gleich verschüttet werden. Er wird jetzt automatisch zurück. Wir nehmen Sprit. Oh, Mais-Saatgut gefunden. Das ist doch nett. Den Arbeiter. Machen wir mal.
Energie müsste doch eigentlich ein LKW reichen. Der wird so lange, den zu befüllen. Immer gut, in der Zeit, wo der hin und her fährt, würde der halt gar nichts machen. Komm, wir lassen es erstmal. Grundsätzlich. Es gibt doch viel mehr Rohstoffe. Kann ich mir die nicht auch anzeigen lassen? Jetzt mit der Maissaat, gut, geht die hier nicht, geht die nur auf der verbesserten Farmversion. Kann mit dem Holz schon wieder nichts anfangen. Wie viele Arbeiter? 6. Erst. Dann erst das.
So, wenn das fertig ist, dann kann ich wieder neue Leute ranholen. Bisschen neu betankt. Ah, das hat jetzt natürlich noch hier die ganzen Sachen an Bord. Die Grundwasserpumpe langsam mal. Das ist ein bisschen ungünstig, da jetzt noch zu bauen, ne? Ein bisschen eng. Das noch trotzdem. Ist natürlich wieder Material hier reingegangen. Wann ist das endlich mal weg? Das Ding muss ich neu legen. Gut, der Eisenabbau hat begonnen. Wollte ich ja wieder Leute anziehen. Ja, nee, das geht ja immer noch nicht. Ja, erst die Leute.
können eventuell hier schon mal den nächsten Lagerung fertig bauen. Die kostet ja, ah doch, Strom kostet die. Hm. Gut, die konnten nicht alles einlagern, bedeutet, ich produziere zu viel Nahrung im Moment. Aber okay. Wahrscheinlich keiner, was ich hier baue, aber soll naja so sein, dass die Fahrzeuge hier lang fahren und dann entweder hier rüber, da lang zum Hafen, hier lang zum Hafen, und unter diesen Brücken laufen halt zumindest in meinem Kopf schon mal Förderbänder und Leitungen, also eine Leitung natürlich hier rein und Förderbänder hier für die Nahrungsmittelversorgung und auch Leitungen zum Beispiel für Wasser und so, das muss da nachher auch noch hin. Ja, guck mal, jetzt können wir Fruchtfolgen machen. Stelle ich den grünen Dünger her, das weiß ich noch nicht. Da Kartoffelphase, die sind auch in der Kartoffelphase. Das will ich auch jetzt noch nicht umstellen, wobei aktuell habe ich ja viele Kartoffeln. Das heißt, wir zwingen die einmal in die nächste Phase rüber. Unbedingt mal weg. So, wieder Holzüberschuss. Mein Gott. Ich werde das Zeug nicht los. Quatsch. Jetzt kann das gebaut werden. Und dann hätte ich gerne einen weiteren Bagger mit zwei LKWs. Gut. Dann muss ich auch so langsam hier hinten mal anfangen, ne? Ich
Ja, aber das Ding schon mal bauen, ich hab's ja. Baue ich das Ding auch schon mal. Verwende eben das Holz nochmal, um Beton zu kaufen. Eine Darlehen aus. Okay. Fünfmal noch. Also hat sich da eigentlich schon was geändert? Nee. Kurz vor der 30. Kaum baue ich was, die LKW ist wieder stark ausgelastet. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mindestens noch mal einen LKW mehr brauchen. Und der Bagger ist schon da. Können wir dann da einsetzen. Dann würde ich sagen, einmal noch Flüchtlinge. Ob der zweite Bagger das hier erstmal mit beschleunigt. Das da oben ist ja auch nur so ein nice to have. Rein theoretisch geht ja darum, nachher hier Kupfer abzubauen, damit die LKWs nicht hier außen rum oder hier außen rum fahren müssen. Aber das ist nur ein mehr oder weniger nice to have. Aber hier ist ja wichtig. Das heißt, ich werde hier erstmal den zweiten LKW, Bagger hinzufügen. Und dann dort auch gleich zwei weitere LKWs, wenn sie dann fertig sind. Einer ist fertig. Das musste vorher auch mit dem einen weniger gehen. Und der zweite ist auch gleich fertig. Jetzt. So. Dann haben wir noch sechs für die normalen Transporte und ein siebter kommt ja gleich noch. Schleunigt das hier natürlich ungemein, wenn das doppelt so schnell gemacht wird hier. Und wenn das fertig ist, kann ich das ja erstmal lahmlegen hier und oben weitermachen. Also drei LKWs eventuell reichen. Gäbe dann eine minimale Verschiebung. Gut. Es wird gebaut hier. Was fehlt da? Okay. Beiden das gleiche. Da sind die letzten Flüchtlinge. Wie ist das wieder aus? Jetzt sogar macht. Erstmal aufgetankt wahrscheinlich, ne? Genau, und von dort unten aus gesehen fängt das hier an mit Erde, das passt. Alles schick. Auch langsam voran. Die Frage, mache ich jetzt hier einfach mal zweiten fertig. Ja. So, mal ein bisschen ankurbeln. Die Tankstelle, das ist doch schön. Ich habe einen weiteren LKW für haben. Die Frage, ob ich die Tankstelle da unten hinsetze, aber ist jetzt gar nicht so dramatisch. Das Ding mal dahin.
Stelle Jan. Rohrleitung dahin. Kann auch gerne alles gebaut werden. Ich glaube, es geht hiermit besser. Wollte ich mich mal daran gewöhnen. Dann weisen wir dem nachher einen LKW zu. Ich darf eigentlich auch gerne alles ein bisschen weiter produzieren. Ein bisschen was auf Reserve haben. Also wir schließen hier nochmal einen zweiten Tank an. Die Dinger sind fertig. Wir können sogar da abholen. Wenn ich so viel Platz brauchen würde, hätte ich vielleicht nach jedem zweiten so eine Brücke bauen sollen. Wenn sie direkt auch da quasi anliefern und abholen können. Ich würde mal sagen, das Ding soll Baupriorität haben. Hat den Vorteil, wenn ich da einen LKW zuweise, wird das zu einem Tanklastwagen. Und dieser Tanklastwagen fährt dann durch die Gegend und betankt zum Beispiel die Bagger. Dadurch können die einfach an Ort und Stelle bleiben, weiterarbeiten und die werden dann so nach und nach immer wieder neu betankt. Dann müssen die selber ewig weit fahren und sind ja noch langsamer als ein LKW, glaube ich. Genau, das steigert die Produktivität einfach nochmal. Wie sieht es eigentlich hier aus? Oh, da ist noch ein bisschen was zu tun. Wäre schön, wenn sie jetzt erstmal hier unten ein bisschen weiter kippen würden. Aber das wird schon. Schon eine schöne Fläche. So, hier oben, genau, das hatte ich ja ausgestellt. Holz kann schon wieder nicht ausgeliefert werden, könnte ich also schon wieder verkaufen, weil ich mache ja, ich stelle ja noch keine Ziegel her. Das heißt, ich kann auch mal Holz gegen Ziegel tauschen. Und jetzt, wo sind die überhaupt? Nicht hier unten. Sind jetzt eingelagert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall brauche ich die Ziegel, um hier weiter produzieren zu können. Der ist weiterhin voll durch die Kohle leider. Weiß ich. Ich würde das Schiff auch gerne entladen. Ach, das Ding ist weg. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kohle nicht abliefern, deswegen arbeitet der nicht. Das kennen wir schon. Aber hier geht's jetzt echt flott.
Sehr schön. Oh, was haben wir hier geladen? Kalkstein. War das letzte noch frei? Jo. Kalkstein. Kalkstein gibt es nämlich hier ganz viel. Aber ich finde, für den Start können die das auch erstmal mit verkippen. Ob denen das nachher gefällt, auf Müll zu leben. Keine Ahnung. Ist das hier oben schon Ebene 6? Ja. Das heißt, 3 geht hier auch ungefähr. So nachher hier aufschütten. 3 soll schon noch ein bisschen weitergehen. Bereich einmal anpassen. Dass hier quasi auch noch mit abgebaut wird. Ich glaube, sie jetzt ja schon fast Platz sein für eine weitere Farm. Das kleine bisschen hier unten. Das ist ja nice. Das Ding muss ich leider neu setzen. Es tut mir leid. Das Wasser raus, ne? Ja. Dauert also noch ein bisschen. Endes muss es einfach nur ein kleines bisschen weiter rüber. Und wir werden hier hinten auch nochmal eine Brücke brauchen. Sehr gut, wird rübergefahren. Achso, ist die Tankstelle eigentlich fertig? Nee. Was fehlt mir denn? Ach. Konstruktionsteile 2. Gut, jetzt wird es natürlich kompliziert. Weil da muss ich in die zweite Produktionsriege übergehen. Falsch aus. Vom Winkel her wahrscheinlich einfach.
So, das Ding darf gebaut werden. Dann werden wir wieder Holz verkaufen. Keine Sorge, es gibt auch einen Forstbetrieb, um das alles wieder aufzuforsten. Gut Lager für Eisen und ein Stück gut Lager für Konstruktionsteile. Da rauskommt. Platz. Nee. Machen wir anders. Einmal so. Dran. Das Eisen. Die Dinger werden auch produziert. Dann ist auch die Tankstelle bald fertig. Und zwar jetzt. Und dann können wir da einen LKW zuweisen. So, der befüllt sich jetzt. Steht jetzt bereit, quasi, um Bagger und Co. zu betanken. Dann gehen wir einmal an die Grundwasserversorgung. Was brauche ich dafür? Auch die. Zum Beispiel hier oben bauen.
machen wir mal dahin. Jetzt fehlt mir wahrscheinlich wieder irgendetwas, um produzieren zu können. Das Holzdarlehen ist abgearbeitet. Können wir eigentlich nochmal ein neues Holzdarlehen machen? Wir sind jetzt über 30%. Jetzt hat sich hier alles gesenkt. Jetzt zahle ich insgesamt auch nur noch 12 pro Jahr anstatt 13 pro Jahr für dieselbe Laufzeit. Ich dürfte jetzt 3 Darlehen haben. Das heißt, je mehr Darlehen ich habe und auch korrekt zurückbezahle, desto höher steigt meine Kreditwürdigkeit und desto besser werden meine Konditionen. Mal eine Ziegelei und Ziegel auch selber herzustellen. Also der Tankwagen ist unterwegs. Lass sich auch von da oben betanken, also alles gut. Gibt's hier drüben. Das heißt, die müssten auch von hier eigentlich beladen und entladen können. Fleißig, fleißig. Dauert jetzt noch ein Weilchen. Die müssen natürlich auch erstmal hergestellt werden. Und momentan habe ich halt nur diese beiden. Die würden komplett eigentlich hier reingehen. Die Konstruktionsteile 1 würden komplett aufgefressen werden zu der Produktion. Teile 2 Produktion. Wenn man 8 Stück braucht, und die produzieren jeweils 4. Das heißt, alles, was ich baue, streitet sich quasi mit dem hier. Die Konstruktionsteile. Gleichzeitig gehen mir ständig die Ziegel aus. Ich hoffe, die reichen jetzt, um das hier noch fertigzustellen. Aber ich denke mal schon.
So, Ziegelproduktion abgeschlossen. Da liegt Grundsteine weiter ausgebaut. Jetzt fehlt ja quasi Gummiproduktion und so weiter, um das hier auch auf Dauer am Laufen zu halten, genauso wie hier die Kupferproduktion. Aber ich denke, das ist etwas für die nächste Folge. Genauso wie die Wasserversorgung, die wir von hier oben quasi hier runterführen werden. Deswegen hier auch schon diese Brücke geplant, damit die dann auch hier runter geht und mit in die Behältnisse hier läuft. Dann sind wir nicht nur auf den Regen angewiesen. Momentan reicht das zwar, man sieht es hier, aber wir werden schnell mehr Wasser brauchen, erst recht, wenn wir die hier zu bewässerten Farmen verbessern. Da sind hier Sprinkleranlagen drauf, das verbraucht mehr Wasser. Und auch wenn wir die Produktion hier weiter vorantreiben, also das hier braucht jetzt Wasser, das hatten wir vorher nicht. Hier steht noch ein zweiter, der auch noch gefeuert werden möchte, beziehungsweise bewässert werden möchte. Und hatten wir nicht hier unten auch? Ne, hier unten war Kohle. Genau, aber ich glaube für die Gummiproduktion, kann das sein? Wo ist denn die Gummiproduktion? Hab ich noch nicht geforscht? Doch. Muss ich noch geforscht haben? Da. Ja, auch nicht. Okay. Aber so oder so, es wird genügend Gebäude geben, die Wasser brauchen. Deswegen brauchen wir die Grundwasserversorgung. Ja, und dann würde ich sagen, ich mache hier erstmal wieder Schluss. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Weiterhin auch, ob ihr irgendwas etwas anders machen würdet. Wahrscheinlich. Also ich lasse mir ja auch sehr, sehr viel Zeit. Und dazu kann ich noch sagen, mir ist halt extrem wichtig, dass die Nahrungsmittelversorgung stehen bleibt und eben auch die Versorgung an Strom und Wartung. Weil ich habe in den Einstellungen vorgenommen, beispielsweise gibt es kein Essen, sterben die Leute, das kann man einstellen. Es ist standardmäßig nicht so. Genau, mir würden aber die Arbeiter wegsterben. Wenn die Arbeiter wegsterben, habe ich ein gewaltiges Problem, weil natürlich meine Produktion dann auch nicht mehr läuft. Gleiches gilt für Sprit. Wenn der ausgeht, fahren die Fahrzeuge nicht mehr. Das habe ich so eingestellt. Und auch beim Strom. Wenn der Strom nicht ausreichend ist, läuft eben auch nichts mehr. Standardmäßig reduziert das alles die Geschwindigkeit. Aber das habe ich halt alles ein bisschen schwerer gestellt. Und von daher achte ich auch penibel darauf, dass das alles im Rahmen bleibt und eben weiterläuft. Daher dauert das Ganze aber auch ein bisschen länger. Genau. Nächstes Mal, wie gesagt, wird hier die Produktion weiter ausgebaut. Wir gehen auf Kupfer, wir gehen auf Gummi, wir gehen mehr auf mehr Strom und mehr Öl dadurch ja auch und auf mehr Wasser. Genau. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.